Letzten Donnerstag hat der deutsche Discounter Lidl im St. Gallischen Sevelen seine 102. Schweizer Filiale eröffnet. Ohne großes Aufsehen. Als Lidl vor 6 Jahren in den Schweizer Markt eintrat, war die Aufregung dagegen riesig. Die einen hofften auf markant tiefere Preise, andere befürchteten einen brutalen Preiskampf. Nun legt Lidl einen Gang zu und feuert mit seinem zweiten Verteilzentrum die Expansion an. An vorderster Front ein junger Schweizer, der Lidls Effizienz-Credo verinnerlicht hat. Wirklich hinstellen und dann auf die richtige Spur und dann an der nächsten Schulter arbeiten, wo sie wieder anlangt. Oder? Und durch das haben wir eine Effizienz drin und eine Kostenersparnis. Ne? Alles ist auf Effizienz getrimmt. Marco Landolt führt geladene Gäste durch das neue Verteilzentrum im freiburgischen Seba. Sie alle waren am Neubau beteiligt. Jetzt muss Lidl die fast 50 Westschweizer Filialen nicht mehr aus dem Thurgau beliefern. Seva macht die Wege kürzer und Lidl damit klar, dass der Angriff auf den Schweizer Markt nicht zu Ende ist. Lidl will in der Schweiz nicht als Hard-Discounter wahrgenommen werden, sondern als schweizerisches, nachhaltiges Unternehmen. Folgerichtig steht auf dem Dach des Verteilzentrums eine große Solaranlage. Das sind 36.000 Quadratmeter, die wir der Umwelt einfach weggenommen haben. Die geben wir so wieder zurück und wir speisen hier für ca. 800 Haushalte Energie ein, oder? So viele Haushalte gibt es ja hier gar nicht. Hier nicht, aber das ist das Schöne dran, es geht noch weiter, oder? Das mache man nicht aus Effizienzgründen, sagt Marco Landolt, sondern aus Überzeugung. Gerechnet hat er auch hier. Nach 15 Jahren ist die Anlage dank staatlicher Einspeisevergütung amortisiert. Dass die Laderampen nun in Betrieb gehen, freut nicht alle in der Gemeinde Seva. In der Baueingabe nannte Lidl zunächst 240 Lastwagenfahrten pro Tag. Dann aber verlangte Lidl plötzlich 360 Fahrten, 50% mehr. Erboste Nachbarn erhoben Einsprache. Hier werden die Lastwagen durchfahren. Und hier ist unser Haus. Das ist so nah, das wird uns sehr belasten. 5 Einsprachen sind hängig. Vorerst dürfen täglich nur 240 Lkw fahren. Es ist bei Bauprojekten von dieser Grössenordnung ist es normal, dass es immer wieder Einsprachen gibt. Das sind wir uns gewöhnt und das ist auch andere, die das machen, erleben das. Muss man ganz klar verstehen, Grund und Boden in der Schweiz, das ist Mangelware. Und schlussendlich tangieren wir auf dem kleinen Raum mit 8 Millionen Einwohnern in der Schweiz immer wieder Dritte mit dem Verkehr. Und das kann man nicht schönreden, wir erzeugen den Verkehr. Da sind wir uns bewusst, aber wir bewegen uns innerhalb der Grenzwerte. Marco Landolt verantwortet Lidls Expansion. Der 33-Jährige lernte Bauzeichner, studierte Wirtschaft. Vor Lidl machte er Karriere in der Armee, bis zum Major bei den Gebirgsgrenadieren. Die Armee ist weniger bekannt für Effizienz als ein Discounter. Im Militär haben sie die Effizienz nicht gelernt, da haben sie noch ein bisschen lernen. Ah, es war nicht effizient, es war intensiv, vor allem bei den Gebirgstrainieren. Aber nein, Parallelen gibt es da dazu ganz klar. Ich habe im Militär früh die Möglichkeit bekommen, junge, dynamische Leute zu führen, zu beeinflussen, gemeinsam Ziele zu erreichen. Und das ist genau das Gleiche, was mich beim Lidl gereizt hat schlussendlich. Und da war es gar kein grosser Unterschied. Die Expansion braucht Zeit. Diese Fläche in Sion hat Lidl bereits vor 9 Jahren gekauft. Marco Landolt bespricht mit dem Architektenteam, ob jetzt die Zeit reif ist für ein Baugesuch. Was haben wir noch für Auflagen jetzt bekommen, jetzt mal aus der Besprechung mit der Stadt? Einmal Bäume, die also Anzahl Parkplätze ist schön gegessen, aber da sind wir drüber, oder? Mit unseren Vorstellungen. Ja. Da überschritten wir eigentlich die Zahl, die Vorgabe ist. Ja. Die Bepflanzung war eine Vorgabe. Ja. Fluchtweg, Brandschutzkonzept, das kommt aber es ist stolz Detailplanung. Ja. Also entspricht dem Baugesuch nichts jetzt mit dem Nein, gemäss der Stadt schien gesagt, wir sollen es so eingehen. Also, machen. Lidl wächst in der Schweiz langsamer als erwartet. Der deutsche Konzern wurde mit Skepsis empfangen und lernte die Schweizer Hochpreisinsel beim Kauf von Bauland kennen. Der Preis spielt in der Schweiz immer eine Rolle. Oder? Und das ist auch da, es ist ein Wettrennen. Um den letzten Quadratmeter. Und da sind wir nicht die Einzigen. Da wird natürlich geboten, von links und rechts. Da müssen wir unsere Rolle reinnehmen. Und es kommt auch manchmal vor, dass man den Standort nicht machen kann, weil er einfach zu teuer ist. Seit 6 Jahren steht Marco Landolt in Lidls Diensten. Und er sieht heute, was Lidl beim Markteintritt unterschätzt hatte. Vor allem müssen wir lernen, unsere Konzepte anzupassen. Anzupassen heisst, in die Städte hineinzugehen, das Format Lidl
zu adaptieren, zu umwandeln und den örtlichen Gegebenheiten schlussendlich optimal Rechnung zu tragen. Diese Lernen haben wir zuerst müssen machen. Lidl musste auch lernen, dass Schweizer keine ungepflegten Filialen mögen. Filiale 101 in Payern. Vom Harddiscounter ist wenig übrig. Lidl hat den Schweizer Markt nicht umgewälzt, sondern sich integriert. Rundgang mit der Westschweizer Immobilienverantwortlichen. Ah, schön. Jetzt haben wir Obst und Gemüse vorne da. Ja, das ist jetzt das neue Konzept. Und Lidl musste auch lernen, Schweizer wollen mehr Schweiz. Dazu gehört der Duft von Frische beim Brot. Was nicht vom Bäcker der Region angeliefert wird, backen Lidl-Angestellte selbst auf. Marco Landolt will drei Viertel aller Filialen mit einer solchen Aufbackecke aufrüsten. Ein Backprogramm, dort mehrere verschiedene Brottypen aufbacken und anschließend wird es direkt von hinten bestückt ins Regal. Wenig Handling, kurzer Weg, das ist effizient. Und die Preise? Zwar verkauft Lidl einzelne Artikel unschweizerisch günstig und schon der Markteintrittszwang Coop und Migros zu Preisnachlässen auf Billigprodukten. Auf breiter Front aber sagen Marktbeobachter, seien Lebensmittel wegen Lidl nicht signifikant günstiger geworden. Das ist gut für Lidls Margen. Und trägt dazu bei, dass Lidl Schweiz Gewinne macht, wie Länderchef Georg Kroll an der Schlüsselübergabe in Seva verrät. Kroll ist bereits der dritte Länderchef innerhalb 6 Jahren. Die Konkurrenz wirft ihm vor, Lidl sei gar nicht schweizerisch, sondern hänge sich nur ein Schweizer Gewand um. Das haben wir auch frühzeitig erkannt. Deswegen haben wir auch mittlerweile 50% unseres Umsatzes tätigen wir mit Schweizer Produkten. Und diese Reise ist noch nicht zu Ende. Das ist aber tagtägliche harte Herausforderung, immer wieder neue Produkte mit unseren Lieferanten gemeinsam zu entwickeln. Das machen wir Tag für Tag und sind da sehr erfolgreich drin. 50%, das ist zwar weniger als Coop und Migros, aber mehr als ursprünglich geplant. Im Kampf um Filialen will Marco Landolt diese Swissness ausspielen. Mit ihr allein wird es nicht getan sein, auch nicht mit der Finanzkraft des deutschen Mutterkonzerns im Rücken. Wenn Sie in der Schweiz bauen wollen, dann brauchen Sie zuerst mal nicht Geld, nein, einen guten Anwalt. Geld hat Lidl genug. Die Lidl-Gruppe erwirtschaftet weltweit rund 70 Milliarden Euro Umsatz. Mehr als Migros und Coop zusammen.